Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Minecraft Let's Build. So, ja, ungewohntes Bild. Ich befinde mich gerade noch ein bisschen im Startmenü hier, weil es gab wohl gerade ein recht großes Update. Ich wollte gerade eine Aufnahme starten, aber musste ich erstmal ein wenig warten, weil das Update war irgendwie 619 MB groß. Da ging ein paar Minuten ins Land und jetzt kann ich endlich anfangen. Aber bevor ich gleich mal anfange, checke ich erstmal meine Optionen, weil immer nach irgendwelchen Updates sind meine Optionen wieder durchgerüttelt. Alles, was ich eingestellt habe, also Hintergrundmusik und noch ein paar Kleinigkeiten, das muss ich jetzt gleich erstmal abchecken. Aber wir kommen jetzt direkt, landen wir gleich auf dem Server von MineCity, da sind wir schon. Und es gibt auch einiges wieder zu zeigen hier in MineCity, also relativ viel. Hatte ich eigentlich schon gesagt, dass recht eine spontane Aufnahme ist? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall gibt es viel zu zeigen hier. Und jetzt checke ich erstmal kurz meine Optionen ab. So, ganz wichtig ist immer für mich die Audio-Sachen. Okay, da ist nur alles richtig eingestellt. Weil ich hatte das mal, dass die Musik hier recht hoch eingestellt war und dann konnte man meine Stimme nicht ganz so gut mehr in der Aufnahme hören. Das hat ein bisschen abgefuckt. So, was hatte ich denn noch? Ne, aber sieht eigentlich alles ganz gut aus. So, yeah, Boomstock ist gerade auch am Start hier. Ja. Okay, was können wir zeigen? Ich habe auch noch die Kommentare, auch noch, habe ich auch noch gerade geöffnet hier, weil es auch noch so viele Sachen da zu checken gibt. Ja, fange ich doch einfach mal hier an. Was haben wir denn hier? Ja, hier haben wir uns einfach einen Spaß gemacht, hier Ziel von da ganz oben runter zu springen. Ach, da läuft immer noch das Lava, da hat sich jemand vertan wohl, da wollte er was anderes hinsetzen. Jetzt fällt der Lava runter. Keine Lava in MineCity erlaubt. Ich kann euch das mal kurz demonstrieren. Wir haben ja ein bisschen Quatsch hier unten gemacht. Da, das kommt alles noch weg hier. Das haben wir am Ende der Folge einfach mal gemacht. Ja, genau. Dann gibt es gleich noch eine Hausvorstellung. Gibt es noch. Und da muss ich nochmal schauen. Wir haben hier so viele Sachen auf der Map, die wieder neu entstanden sind. Die checken wir gleich mal ab. Hier, so. Warte, für unser Jumping-Parcours hier. Alter Falter. Ja, so ungefähr. Ja, so. Boing. Ja, da komme ich natürlich jetzt nicht drauf, oder? Doch, schaffe ich noch. Wow, ich bin richtiger Pro hier. Wow, wow, oh, oh, knapp gescheitert. Ja, obwohl, vielleicht zählt das ja hier noch. Hier ist nämlich das Ziel gewesen. Da, das Ziel. Ja, das kommt noch weg, wie gesagt. Was ist das denn hier für ein Schild? Ach ja, genau, von mir. Da habe ich die Folge beendet. Hier hatte ich auch die Folge beendet. Da war so eine kleine Bar aufgebaut. Hier waren eigentlich nur Schilder dran. Was steht... Ach, Mundtreffer. Ach so, da haben wir mit Pfeile drauf geschossen. Genau, so war das. Was haben wir denn noch hier? Auf uns? Ah ja, genau. Hier wurde ein Bierglas gebaut. Das kommt alles weg. Das ist alles Trash, Leute. Alles Trash. Also braucht ihr euch keine Gedanken machen. Wer ist jetzt hier? Ah, Boomstoggy. Coole Sache. Ja, da fällt mir spontan ein. Wir checken mal das Haus vom Chuck LP. Oder Chuck LP mit G. Kurz mal ab. Upp, da müssen wir einmal kurz hier über die Map fliegen. So. Ah, ich hatte vor, gleich noch eine Tutorial-Aufnahme aufzunehmen oder zu machen. So, weil mir kommen momentan sehr viele Ideen für die Tutorials. So. Wie heißt der gute Mann? Chuck LP, habe ich ja gesagt. Das ist das Haus vom Chuck LP. Komm, wir checken das mal von außen ab. So. Nach vorne mit den zwei fetten Bäumen. Dann so einen kleinen Hammer, so einen kleinen Jeep dazwischen. Holzhaus, ja, mit Steinverkleidung, mit äußerer Steinverkleidung. Und da bleibe ich direkt mal hier hängen, am Klo-Gamer seinem Haus. So, so, yo, yo, yo. Ja, da würde ich mal sagen, fangen wir vorne an, gehen wir mal rein hier. Da, sein fetter Wagen. Ich finde den Eingang ganz cool gelungen. Also nicht so ein gerader Eingang. Man könnte denken, hä, wie kommt man denn hier rein? Ja, ganz chillig hier. Einfach so eine kleine Treppe. So einen Block breit. Alles gut. Bin eben weg. Ja, da klar bist du eben weg. Du bist ja auch nicht in der Aufnahme. Machen wir das mal weg. Das gehört hier wahrscheinlich nicht zu. Ist hier sonst noch ein Schild? Nein. So, dann gehen wir mal rein hier. Okay. Ach, er hat es noch gar nicht richtig eingerichtet. Aha. Aber macht ja nichts. Ich kann es ja schon mal ein bisschen vorab zeigen. Er hatte mich ja gefragt und ich sagte, na klar, kommt dein Haus dran. Er ist jetzt erstmal irgendwie 2 Wochen weg. Kein Problem, Chuck. Wir können ja mal grob hier reingucken. Hier ist auch nichts drin. So, also wird es nur so eine halbe Hausvorstellung, aber macht ja nichts. Hier muss einiges noch gemacht werden. So. Anakin Skywalker ist am Start.
Er ist auch recht neu, da muss ich gleich mal gucken, was der Kollege hier so auf der Map macht. Ja, schickes Haus, muss ich mal sagen. So, dahinter ist das Haus vom Klo-Gamer. Das hat er schon mal eingezäunt hier. Immer wenn ihr Häuser baut hier auf meiner Map, ne, auch für die neuen Leute, bitte grenzt euer Grundstück ein, weil sonst gibt es nachher hier Probleme, wenn man zu eng zusammenbaut hier. Deswegen grenzt bitte euer Grundstück ein. Das müsst ihr immer tun. So. Was gibt's denn noch am St Was gibt's denn noch Neues hier? Also auf dem Campingplatz dürfte es jetzt nichts Neues mehr geben. Da sind noch ein paar Sachen im Bau. Ja, wenn ich was vergessen sollte, Leute, ne? Schreibt's bitte in die Kommentare. Das ist neu. What the fuck? Wer hat das gebaut? Ja, es ist so viel los. Also an allen Ecken wird gebaut. Klo. Aha. Ja, hier fühle ich mich zu Hause. Yeah, so ein Campingklo. Ja, das ist neue. Das stelle ich dann auch mal eben vor. Sobald es fertig ist. Aber müsste fertig sein. Es sieht aus wie so ein Ferrari, so ein bisschen. Ah, kleine Poollandschaft. Oh, also das ist auch ein schöner Grill, muss ich sagen. Habe ich auch jetzt nur so noch nicht gesehen. Auch gut gemacht. Ah, wir haben schon recht verschiedene Grills hier am Start. Nice. Kleine Sitzecke. Warum ist hier kein Schild dran, wem das gehört? Oh, den Wohnwagen. Da hat er sich aber Mühe gegeben hier. Da mit diesen Stützen. Das ist eine gute Idee. Das sehe ich zum ersten Mal hier. Sauber. Es fällt auch direkt auf, dass das diese Stützen sind. Richtig gut gemacht. Die Anhängerkupplung auch schön gemacht. Ich habe ja so ein Auge für Details. Wer ist das denn? Luca Max? Luca Max? Wer bist du denn? Luca Max. Okay, Luca Max ist am Start. Ja. Sieht auf jeden Fall alles finished hier drin aus. Alles fertig. So. Nur immer hier ein Schild dranhauen, wer das hier ist. Komm schon. Weil so kann ich es natürlich nicht sagen, wer das gebaut hat. So, immer die Namensschilder dran. Viele wissen das auch. Aber für neue Leute. Für neue Leute. Hi, Boomstory, alles klar bei dir? Yeah. Komm, ich sag dir mal Bescheid hier. Was Sache ist, wir sind in der Aufnahme drin. Wie gesagt, immer die Schilder dran machen. Das kann ich besser in der Aufnahme sagen, weil hier auf dem Server versteht man mich manchmal nicht, wegen den ganzen Netzwerkproblemen, wegen den Tonproblemen. So. Yeah, was geht ab hier? So. Yeah, wer ist das? Ach, da ist Anakin. Ja, doch, Anakin habe ich schon mal kennengelernt. Ja, der ist recht neu, aber den habe ich schon mal kennengelernt. Yeah, hier fehlt auch noch einer. Warte mal. Holen wir uns mal den Lukas Max. Den kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Wo ist er? Wie sieht er denn aus hier? Lukas Max, wie siehst du aus? Ach, diesen Skin, den Fiona-Skin. Yeah. Was geht ab hier? Was steht hier? Hi, okay. Das kann weg. Oh, da holen sie ihre Schilder raus. Schilderwald 2.0 existiert hier gleich. So, Anakin Skywalker. Dann lass mal knacken hier. Lass mal knacken. Lass mal knacken. Den Skin kenne ich auch irgendwo her. Ist das Sly Raccoon? Die Spiele habe ich zwar noch nie gespielt, aber ich glaube, das ist doch der Skin davon. Ja, Sonnenbrille auf. Yeah, Sonnenbrille auf. Was geht ab hier? Ah. Mach bitte. Boah, jetzt. Ja, so. Ich wollte gerade sagen, nicht alles zerstören hier. So, das ist. Ja, genau. Der Campingplatz. Was könnte ich denn noch alles so zeigen? What the fuck ist hier los? Genau, das Hochhaus. Ja, ich gucke jetzt nicht mit euren Schildern. Warte mal, ich hatte doch noch. Das Hochhaus ist auch fertig. Genau, das Hochhaus haben wir auch fertiggestellt. So, da fliegen wir mal kurz hin. Ah, wir können noch was anderes zeigen. Haha, stimmt. Hier auf der Fressmeile. Wir haben auch ein Subway jetzt. Da. Tada! Ein Subway in mein City. Ist das nicht schick? Nice, ne? Das ist doch nice. Hier, Bauer Bumsdoggy hat ein Subway gebaut. Ich wollte gerade sagen, hier fehlt ein Stück Boden. Da gehen wir mal rein. Man kann es auch erkennen, dass das hier Bumsdoggy Style ist. Ja. Ich finde das mit dem Holz so schön, dass das so verschiedene Holzsorten sind. So, ganz einfach gehalten. Kassen. Oben hat er wahrscheinlich noch nichts dran geschrieben hier. Ich weiß ja nicht, ob das noch kommen soll oder nicht. Also ich. Ach so, Subway, genau. Ich habe mich gerade verwechselt. Ich wollte gerade sagen, ich kenne mich jetzt nicht bei Starbucks aus, wollte ich gerade sagen. Aber es ist ja Subway. Da habe ich auch schon mal gegessen.
Aber ich weiß nicht unbedingt, was es da für Sandwiches gibt hier. Hier die Küche, hier hinten. So, ich sag mal so, man muss ja auch nicht immer alles beschriften. Ist schon in Ordnung so. Hauptsache, das Äußere sieht gut aus, das Äußere stimmt. So, ich als Einrichtungsmuffel kann mich sowieso nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ja, so, Subway. Ach, ja, doch klar, Subway. Subway von Boomstoggy. Bauer, Boomstoggy. Ja, schön. Ja, was gibt es noch Neues? Ja, es gibt noch Neuigkeiten. Ich habe mal ein wenig. Warum spawnen die ganzen Tiere ständig hier? Irgendwie in der letzten Zeit habe ich so viele Tiere hier weggemacht. Also geschlachtet, Entschuldigung. Also Leute, Tiere bitte nicht auf die Map spawnen lassen hier. Es war witzig, es war ein kleiner Gag, aber in Zukunft bitte nicht mehr machen, weil das kostet mich halt Zeit, wo ich dann bauen könnte und was zeigen könnte. Hier auch wieder. Ich weiß es nicht, ob das jemand war oder ob die spawnen. Bitte nicht nochmal machen, wenn das jemand gemacht hat. Es war lustig, aber wie gesagt, es war lustig. So. Genau, hier haben wir auch nochmal das Haus. Das ist jetzt auch fertiggestellt. Hoppala, vom hier im Garten und so. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe, ey, vom Primes. Also von außen hatte ich es ja schon mal ein bisschen gezeigt. Wir können mal kurz reingehen einmal. Da steht denn. Achso, ich wollte gerade sagen, da steht was. Hoppala, wie lange nehme ich eigentlich schon wieder auf? Oh ja, ein bisschen nehme ich nur auf. Ah, cool, die ist die Küche, aber warum ist hier Glas vor? Was soll das unten sein? Primes, was soll das sein? Ich kann mir gerade keinen Reim drauf machen. Hat bestimmt irgendwie einen Grund. So, hier haben wir den fetten Flatscreen. Zack, zack. La Toiletta! Die Dusche finde ich ganz cool. So. Und wieder aus. So. Nice, ne? Echt nice. So. Dann können wir mal eine Etage höher gehen. Hier ist das Schlafzimmer. Wenn ihr aufgepasst habt, fehlt nur noch das Schlafzimmer. Ja, recht großer Dachstuhl. Hier kann man noch einiges bauen. Hier ist das kleine Schlafzimmer. Schön so versteckt, so ein bisschen. Ich muss sagen, so sieht ein bisschen pädophil aus. Ich weiß nicht. Guck mal, man kommt hier so hoch. Und dann so ein Schlafzimmer ist so ganz hinten in die Ecke. So mega versteckt. Ja, also, will man hier nur schlafen oder will man hier auch andere Sachen machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber. Das war jetzt gerade so mein erster Gedanke. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf komme. So. Dann machen wir mal wieder die Tür zu. Schickes Haus. So. Da können wir. Ach ja, ein Pool hat er auch noch. Ja, yeah, kleines Ferienhaus. So, jetzt komme ich dazu, was ich sagen wollte, was ich gemacht habe. Whoop. Ich habe sowas mega krasses gemacht hier. Passt auf, ey. So, da unten war es schon. Da. Ich habe mal ein paar Großprojekte eingegrenzt, wo die hinkommen und wie groß die werden. Und diese Großprojekte sind Gemeinschaftsprojekte, das muss ich von vornherein schon sagen. Das baut nicht einer allein, das bauen immer wieder so ein paar Leute. Das zum Beispiel soll ein Freizeitpark sein. Seht ihr das? Da, ein Freizeitpark. Mal gucken. Wenn die Größe zu klein ist, ich kann es hier noch ein bisschen verlängern. Ich habe hier noch einiges am Platz. Hier haben wir sowieso am meisten Platz noch auf der Map. Sonst ist alles zugebaut. Genau, hier zum Beispiel der Freizeitpark. Und dann habe ich noch ein paar Sachen eingegrenzt, zum Beispiel das Casino, das haben wir nämlich hier hinten. Das kann man da hinten schon erkennen, da. Hier kommt ein Casino hin. So. Ah, man kann das nicht richtig von hier lesen, da muss man ein bisschen weiter hier hin. Aber ich finde es ganz gut, wenn man so über die Map fliegt, dann weiß man schon, ach, das ist reserviert fürs Casino und hier kann ich schon mal nichts bauen. Das Casino können wir auf jeden Fall noch ein bisschen nach hinten ziehen. Ich bin da mal offen bei so Großprojekten, die nochmal zu vergrößern, wenn es sein muss, ist kein Problem. So. Ah, eigentlich könnte ich die Folge schon wieder nennen. Es gibt wieder viele neue Sachen, viele Neuigkeiten, viele Baustellen. Immer diese Standardsätze. Aber es ist halt so. Es passiert halt hier sehr viel. Oh, die Map. Zieht euch die Map rein. Das blaue Meer und ich. So, so, so. So, what the fuck. So. Naja, wir haben auch jemand Neues hier an der Bautafel dran, ne? Da. Mr. T, der Tom. Jetzt weiß ich auch, wie du heißt. Tom. Cool. Genau, und ich habe mal hier ein bisschen aussortiert, kann ich auch nochmal kurz zeigen. Zum Beispiel Autohaus wird noch hier hinkommen oder ist schon in Arbeit. Ach, was erzähle ich da? Ist schon in Arbeit. Der Freizeitpark, das Casino, Gericht, NASA, Ampeln. Also die drei Sachen hier oben auf jeden Fall, die werden noch kommen. Also die sind schon eingegrenzt, die Baugebiete. Wir können auch mal das Autohaus kurz mal besuchen gehen. Jetzt juckt meine Nase hier. Ach, da ist der Bumsdoggy auch schon. Alter, weiter am Bauen. Eigentlich war das ganze Dach noch offen. Der Bumstoggy. Wer ist das? Ach, Beast Hunter. Der Bumstoggy, der baut das Autohaus. Hier, man kann es schon erkennen. Hier ist noch meine schöne Umrandung hier. So. Hoppala, hoppala.
Zum Beispiel, dann stehen unten Autos und hier oben sagte ich so, mach doch oben auch, wo so ein Auto drin steht, sieht bestimmt geil aus. Ich weiß nicht, ob das hier reinkommt, das Auto oder so. Dann kann man von außen so ein Auto sehen und so. Alles passt schon. Also nicht so versteckt, also schön viele Glasfronten. Man sieht es ja hier. Richtig nice. Ach genau, ich wollte ja noch gucken, ob mein Speicherintervall noch eingegeben ist, die 15 Minuten. Also wie gesagt, nach dem Update so bin ich immer ein bisschen skeptisch, aber das funktioniert auch super. Das Speichern hat mich daran erinnert. So, hier entsteht ein Auto aus Bauerbums Doggy, bitte nicht weiterbauen. Der ist sehr fleißig, der baut sehr viel immer. Da steht da mit seinem schönen Creeper-Pullover. Ach, wie geil, ein Creeper-Pullover habe ich noch nie gesehen. Fett. Mr. Creeper. Ja, krass, ey. Richtig krass, was hier alles noch gebaut wird. Jetzt fällt mir nochmal was ein, was gebaut wird. Aber ich möchte euch nochmal eine coole Sache zeigen. Die findet man im Haus von Klo Gamer. Aber ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe es nicht hingekriegt. Aber ich kann es ja nochmal, kann es ja noch mal testen. So, da. Klo. Ach, geil. Ich dachte, das wäre eine Farbe nur. Das sind ja so zwei oder drei Farben oder so schattiert. Das sieht ja geil aus. Irgendwie sieht das aus, als würde das O, das A und das D so rauskommen. Oat. Hier wohnt Oat. So, hier. Das finde ich cool. So, vielleicht klappt es ja. Da kann man sich hoch teleportieren lassen. Nein, natürlich nicht. Ich kriege es nicht hin. Ich krieg es nicht hin. Doch! What the fuck? Ich hab's fast hingekriegt. Komm, das muss ich nochmal machen. Yeah, what the fuck? Ohne Scheiß in der Folge, wo wir gespielt, also nicht in der Folge, wo wir so offline gespielt haben, da habe ich es bestimmt 10 Mal versucht und bin immer hier irgendwie so hängen geblieben, so gefreezed. Ich konnte mich ja auch nicht mehr bewegen, wenn ich hier so an der Ecke so war, als wären hier so Fäden oder Spinnweben. Yeah. Das hat ja mal gut geklappt. Ja, cool. Da kann ich ja mal ein bisschen das Haus zeigen. Ich sehe ja gerade, hier steht ja auch schon einiges drin. Ah, hier so ein paar Hochbetten. Ist es aber auch noch nicht ganz fertig, ne? Billardtisch, mega geil. Überhaupt ein schönes Haus hier. So. Ja, Terrasse. Oh, da freue ich mich. Da freue ich mich. Ja, das coole Teil finde ich hier. Richtig cool. Braucht man nicht so eine Treppe hochlaufen, da kann man sich so hoch teleportieren lassen. Richtig nice. So. Wer ist denn jetzt alles hier auf der Map? Okay, Anakin. Warte mal, wo ist denn Mr. Anakin? Uppala. Anakin, wo bist du? Anakin ist rot. Anakin, ach so, der ist da oben bei Bums Doggy. Coole Sache. Genau. Wie lange nehme ich eigentlich schon wieder auf? Oh Mann. Die Kommentare. Ach, da würde ich sagen, die Zeit ist jetzt schon rum. Boah, ich habe hier so viel zu zeigen. Ich würde sagen, ich nehme jetzt direkt mal noch eine Folge auf. Direkt hier im Anschluss. Und dann gehe ich auch auf die Kommentare ein. Und da zeige ich noch ein, zwei neue Sachen hier in My City. Ja, weil die fallen mir gerade ein. Und deswegen werde ich jetzt mal ein kleines Folgenpäuschen machen. Boah, zieht euch mal rein, wie groß der Campingplatz hier geworden ist. Sehr riesig. Ist ja schon eine Kleinstadt irgendwie. Mega. Und übrigens habe ich zwei Maps in meiner Liste. Ja, man kann ja nie genug kriegen, ne? Für jedes Auge eine Map. Also ich kann ja mit meinen Augen rechts und links gleichzeitig gucken. Ja, dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Habe ich mich eigentlich hier schon mal gezeigt heute hier? So, da bin ich hier. Die Brille ist wieder am Start. Dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, ein Abo da. Vielleicht schaut ihr. Jetzt sage ich schon wieder M. Eigentlich hätte ich mich. Mein Kanalname könnte auch M heißen. M und M's oder so. Keine Ahnung. Ja, ich sag mal Tschüss und bis zur nächsten Folge.